Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Gouverneur Gavin Newsom hat die gesamte Bevölkerung des Westküstenstaates aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Rund 40 Millionen Menschen sind von der Ausgangssperre betroffen. Wir haben landesweit angeordnet, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen. Wir sind zuversichtlich, dass die Einwohner Kaliforniens sich daran halten und das Richtige tun werden. Sie werden wieder aufstehen, so wie sie es in den letzten Wochen getan haben. Unterdessen haben die USA angekündigt, das Malariamittel Chloroquin im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen zu wollen. US-Präsident Donald Trump teilte mit, die Arzneimittelbehörde werde entsprechende Tests an Patienten im Schnellverfahren genehmigen. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, sagt New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio. Ich habe gesagt, dass ich nicht zögere, sondern einen Vergleich mit der Vergangenheit bemühen will. Präsident Trump, Sie sind derzeit der Herbert Hoover Ihrer Generation. Sie beobachten und warten und verpassen jede Chance, mutig zu handeln, um unsere Nation zu schützen. Das herkömmliche Malariamittel ist auch in Europa als Arznei gegen das Coronavirus im Gespräch. Die Bundesregierung teilte mit, sie habe beim Pharmakonzern Bayer größere Mengen des Medikaments reserviert.